Der Biwaksack von Jodeland in extra groß. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ihr kennt unseren Biwaksack, den mir vorgestellt hatte bisher. Ein sehr schönes Teil mit Kohlenstoff oben, wasserdicht, aber atmungsaktiv, und der Boden aus einem wasserdichte Polyestergewebe, sodass ich den sowohl draußen im Freie als Regenschutz wie auch drinnen in der Jurte als Funkenschutz für meinen Schlafsack auch verwenden kann. Viele Rückmeldungen, die wir gekriegt haben, obwohl der Biwaksack schon relativ groß geschnitten war und selbst also ich mit meinem doch etwas größeren Körpergewicht auch gut mit dickem Schlafsack und Isomatte im Biwaksack auch Platz drin habe, haben wir doch von einigen Menschen, die etwas groß gewachsen sind, die Rückmeldung bekommen, sie hätte gern etwas mehr Komfort im Biwaksack. Und jetzt gibt es den Biwaksack in der XL-Variante. Die sollte dann wirklich jedem auch genüge, und von daher habe ich vor, euch das einfach kurz zu zeigen, wie der normale Biwaksack von uns und wie der große Biwaksack jetzt geschnitten ist. Ja, dazu packen wir ihn jetzt einfach mal aus und gucke, wie der Sack sich so gibt. Und ich glaube, was man vielleicht direkt noch dazu sagen kann, vom Gewicht her, während unser normaler Biwaksack, wie gesagt, der auch schon für große Leute ausreichend ist, knapp 1 Kilo wiegt, wiegt die große Version jetzt 1,5 Kilo. Kann man sich überlegen, ob man einpackt, aber ich wollte ihn nicht mehr missen, weil er einfach so viele andere Dinge im Camp, im Lager, auf Fahrt auch ersetzt. Ihr seht schon, er ist relativ lang geschnitten. Es sind 2,25 Meter und von daher habe ich da jetzt doch immens Platz dann drin. Ich lege jetzt der Kleine noch oben drauf. Dann sieht man auch den Unterschied. Also ich habe erstmal hier ein deutliches Mehr an Länge, und ich habe hier das, was nachher in der Breite das ausmacht, wo ich dann auch mit einer dicke Camprest von Thermarest zum Beispiel, also wirklich eine dicke Isomatte, oder auch mit etwas fülligerem Körperbau mich hier drin bewegen kann. Und ich habe auch von der Länge her, also jemand, der jetzt wirklich auch 2 Meter groß ist oder 2,10 Meter groß ist, auch der wird noch Platz in diesem Biwaksack dann auch finden. Für kleinere Leute ist natürlich auch zu überlegen, will ich Bekleidung, will ich Gepäck, will ich im Prinzip mein ganzes Habengut, mit dem ich unterwegs bin, mit in der Biwaksack reinnehme, dann wäre vielleicht auch die XL-Variante eine ganz brauchbare Option. Also, ich hoffe, dass euch die große Version vom Biwaksack von Jodeland, also unser Biwaksack XL, dass euch der genauso gut gefällt wie unsere normale Version. Wie gesagt, bringt einfach nur Vorteile für große Menschen oder jemand, der einfach noch sein ganzes Gepäck mit in der Biwaksack mit reinnehmen möchte, um das dort entsprechend zu schützen. Ich freue mich, wenn ihr eure Meinung dazu in der Kommentare unten da lasst. Das hilft uns auch weiter, solche Produkte zu entwickeln und vielleicht auch mit eurer Anregungen entsprechend noch zu verbessern. Auch diese große Version ist ja nur entstanden, weil ihr uns entsprechend Rückmeldung auch gegeben habt. Und ich sehe, dass der Wunsch einfach auch da ist. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt von Jodeland. Und bis dahin sage ich Dankeschön, viel Spaß, euer Ralf von Jodeland.